Junge, 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 ist das Mikro noch nicht eingeschaltet? Warum? Ah, so, servus, grüß dich, unser Lö, unser Sommerroder. So, Saisonpause ist vorbei. Jetzt geht's auch wieder bei Gruppe 3 wieder heiß her bei den Sofa-Weißern. Und das recht bei Liga Numero A. Und demzufolge, schönen guten Abend hier bei der Sofa-Weißer Gruppe 3 Liga A hier auf die Forest. Sind jetzt hier im dritten Rennen. Nachdem wir nach 2 Rennen Sommerpause hatten und jetzt, da es natürlich da wieder auch wieder losgeht, sind wir hier wieder am Start hier und somit wird auch umgestellt und demzufolge haben wir sogar noch ein little bit Zeit. Schwenken wir um. So, ja, da war das Mikro auch nicht eingestellt. Warum? So, da sind wir dann natürlich jetzt hier erstmal schön fleißig hier nochmal bei den Punkten. Und demzufolge muss der Müller-Sensei hier auch aufmachen. Dann hat er das natürlich auch schön. Demzufolge fahren die natürlich nochmal schnell eine Runde in die Warm-up-Runde. Und dann geht es natürlich direkt ins heiße Geschehen der Fahrer. Und somit gehen wir nochmal ganz kurz hier auf die Tabelle ein. Somit haben wir hier auf Platz Nummer 1 beim Team hier oben zu sehen. Natürlich die HM Dieselknechte mit Batman, Sascha. Ja, mit Batman und Sascha. Dann haben wir natürlich hier die Kotzbären, Frostbären auf der 2 mit 84 Punkten, Impro Motorsport auf der 3 mit 58 Punkten. Dann natürlich HM Petrol Junkies auf der 4 mit 49 Punkten, TTW Racing mit 40 Punkten auf der 5, Slow-Mo Racing auf der 6 mit 32 Punkten und Platz Nummer 7, die Kotzbären Ausrennbären mit 20 Punkten. So ist er, Platz 6 und Platz 7 wären theoretisch dann, wenn die Saison zu Ende wäre, die Absteiger, aber wir haben noch ein paar Rennen und demzufolge wird es, denke ich mal, noch genug Zeit, dann eventuell noch ein paar Punkte rauszuholen. Hab dann natürlich die Punkte-Tabelle bis Platz 16, das sind diejenigen, die noch aktuell Punkte bekommen haben. Rest sind Ersatzfahrer oder die noch keine Punkte gemacht haben. Demzufolge Batman auf der 1, Sascha auf 2, Funky auf 3, Gleichstand hier mit Sascha, dann der Normbits auf der 4, gefolgt von Ironite auf der 5, Spider auf der 6, gefolgt von Knecht auf der 7, McVandam auf der 8, Vitality auf der 9, dann Phoenix auf 10, Dilo auf 11, Miniabas auf 12 und natürlich Hedge auf der 13, Razor Angel auf 14, Bramburi auf 15, Lacris 16 und demzufolge kommen natürlich die anderen Fahrer, je nachdem welcher Fahrer, 4 Fahrer sind natürlich pro Team meldbar. Und demzufolge wechseln sich stellenweise die Fahrer natürlich auch ab. Wie heute zum Beispiel ist hier von Slow-Mo Racing, was ich gesehen habe. Der Goshforce ist auch heute da. Und demzufolge macht er heute die ersten Punkte für sein Team. Für Slow-Mo Racing sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. So, dann haben wir natürlich gesehen, dass der David S90 auch mit von der Partie ist. Und demzufolge war er da war heute natürlich eine neue Meldung mit dabei gewesen. Und somit, ja, sind wir mal gespannt, ja. So, gehen wir gleich direkt wieder rüber und dann demzufolge Mustang Babe hier. Let's go, Babe, schreibt, geht's ab hier und demzufolge herzlich willkommen. Und Doc Mo natürlich auch herzlich willkommen hier. Und somit sind wir hier wieder auf der Strecke. So, Knecht, der Erste, der hier eine Zeit in der Runde gleich macht, ist hier der Erste gewesen. Der Überstartziel kam 1:26.712, gefolgt hier vom Batman, der natürlich vorgefahren ist, mal wieder auf die 1. Bin mal gespannt hier. Batman natürlich hier, der heiße Kandidat, der natürlich hier wirklich vorne mit dabei ist. Nicht nur bei der Sofa-Weißer holt er den Titel, auch bei anderen Ligen habe ich schon gesehen, dass er da den Titel holt. Also Batman hier wirklich ein sehr starker Kandidat. David aktuell jetzt hier auf der 2. Ist hier bei den Junkies. Sollte jetzt bei den Junkies mit sein. Muss ich selber erstmal gucken, wo haben wir denn hier? Muss ich erstmal selber nochmal luschern hier. Okay, die haben natürlich volles Fahrerfeld. Diese Knechte, jetzt muss der Dr. Müller selber mal gucken. Hat die Orga alles eingetragen? Ja, da steht er. Da ist er. Da hat er ihn gefunden, ja. Den David. Norbert aktuell auf der 3.
folgt von Funky auf der 4, Dilo auf 5, Edge aktuell auf 6, Iron Knight auf der 7, Mücke 8, Gosh Force hier auf der 9, Minyabas auf 10 und natürlich AM Knecht auf 11, Razor Angel auf 12, Ramburi auf der 13 und Fidelity aktuell Platz Nummer 14. Sind wir mal gespannt. 15 Minuten Quali natürlich. Dogmo, du bist nur in der Länder, na nicht mal im länderübergreifenden Heimat. Du bist nur im Osten. Wenn du sagen würdest, du bist in meiner Heimat, dann müsstest du Richtung Leipzig fahren. Dann könntest du natürlich sagen, ich bin da in der Heimat. Aber Dogmo, du kommst aus meiner Heimat. Also kannst du gar nicht bei mir in der Heimat, da bist du eigentlich schon immer in meiner Heimat. Halbwegs. So. Batman weiterhin hier auf 1, Vitality vorgefahren, jetzt auf Platz Nummer 2. Du hast es erfasst, Dogmo. Du hast es erfasst. Aber nicht so laut hier. Ich bin prominent. Bin prominenter, da darf man doch die Orte doch nicht sagen. Aber ja. Genau aus der Ecke. Aber ich sage mal so, das ist die nächste Stadt, die da ist. Und kommen aus so ganz kleines Popellochnest. Ganz kleines Nest ist das da. Aber da ist Torga da am dichtesten dran. Schlossallee 14. Nein, so nicht, so nah nicht. Es sind zwei Orte weiter von Torga Richtung Norden, wenn du auf der Karte guckst. Direkt an der Elbe. Und sagen wir so, direkt am Dreiländer-Dreieck ist mein Ort. Moin, du Sack. Moin, du Obersack. Ah, Big Mama ist ein bisschen... Ja, lässt die Big Mama raus heute. Du bist der Sack. Ja, natürlich. Ich hab auch einen, das ist das Problem. So. Batman weiter auf 1, aber David könnte natürlich langsam rankommen. Da ist nicht mehr viel. Das wird natürlich ein heikles Rennen heute. Definitiv. Sehr eng. Fidelity auch ganz knapp dahinter mit 0,226. Nur ein Bits. Mit einer halben Sekunde dahinter. Zum Führenden. Auf der 4. Ja. Ich habe aus Versehen das Kind vorhin geweckt. Aus Versehen. Kannst du machen. Nichts, musst du gucken zu. Und dann wartet das Kind halt so lange, bis Papa kommt. Oder nicht? So. Funky weiter auf 5. Dann Mücke in der Box. Tilo fährt. Minyabas Box. Hättest du nicht an? Ja. Wenn das Kind wach wird und mich ansmilet, smile ich zurück. Problem ist, Kind bleibt dann wach. Bei uns ist das so, wenn das Kind schläft und wach wird, stehen bleiben, nicht angucken, nicht lachen. Sobald einer das Baby anlächelt, dann ist vorbei. Das Ding, ah, ich werde angelächelt, dann bleibe ich doch mal gleich mal wach hier. Ja, und jetzt ist es, denke ich mal, bis 10 wird es nicht mal wach sein, ne? Ich habe das Tor der Hölle geöffnet, ja, von Big Mama. Und der Dogmo bezieht gerade seinen LKW. Ja, ich habe ja gesehen, du bist jetzt Fernfahrer. International oder national? Also nur Deutschland weiter oder fährst du auch weiter weg? Jetzt aber, für dich ist es sehr schön. Freut mich, sehr, sehr schön. Da das andere ja natürlich nicht geklappt hat, was es ja, wo du jetzt so wirklich so lange, sehr, sehr lange dran gearbeitet hattest. Hat ja leider dann am Ende doch nicht geklappt. Aber finde ich schön, dass du wenigstens dann auf dem Bock sitzen kannst. Muster Baby natürlich schreibt genauso. Ja, spielt ihm. Ja, wird ausgenutzt. Definitiv wird das ausgenutzt. Aber so sind halt Kinder. Der Große muss nochmal eigentlich auch langsam ins Bett.
Morgen wieder Schule. So. Richtig, solange die Kohle stimmt. Ja, ich hatte damals auch mal ein Angebot gehabt als Fernfahrer, aber habe ich leider abgelehnt. Weil ich dann natürlich auch noch bei der LKW-Erweiterung hätte machen müssen, aber das habe ich aber getrost gelassen. Ich fahre dann nur meinen kleinen Pimmel-LKW, meinen 12er. Und dann bleibe ich lieber niedersachsenweit und schleswig-holsteinweit dann im Berufsbau drinne. Mustang Baby, natürlich, die Frage ist natürlich, wer ist hier der Papa? Wer ist hier der Papa? So, Goschfors, weiterhin auf Platz 13. So, Bramburi 14. Sohn ist erwachsen, kannst dein Ding machen. Siehst du, das ist gut. Besser ist es. Darauf warten wir natürlich. Und der Mücke ist hier. Der Papa. Und sagt, wollen wir doch mal kurz auf die Mücke gehen. Mücke aktuell auf Platz Nummer 7 hier. Aber ich finde das wirklich sehr schön. Definitiv finde ich das sehr schön. Das freut mich auch immer, wenn die Frauen zugucken, wenn die Mama, wenn die Väter nur am Zocken sind. Das ist doch am geilsten. So wollen wir das doch haben. Big Mama, meine Frau, guckt mir hier beim Livestream zu. Meckert mich schnellweise an. Und demzufolge natürlich, guckt dann natürlich hier, wird der Mücke auch hier von der Family begrüßt und natürlich angefeuert. Der Drossel leider nicht am Start, der natürlich jetzt ein bisschen ruhiger geworden ist. Der sonst hier der Flügelmann hier vom Batman war und natürlich jetzt hier der Nächste, der gestanden ist. Das ist hier... Oh, hi. War der Mini-Abas, glaube ich, gewesen. Ne, da Fette Telly, die steht da mit Motorschaden. Also ist da die Runde auch bet. Denkt dran, Meldungen bitte in der Quali mit Screenshot. Dieser beim Trost ist er natürlich auch. Da kommt natürlich die Droste-Family auch immer mit dabei. Auch mit immer schön am Start. Aber Droste aktuell nicht mit am Start. Der natürlich jetzt beim Fahren ein bisschen weniger macht. Aber das freut mich immer. Das freut mich immer. Das ist immer schön zu sehen. Ja, Big Mama, das Mustang Baby muss ich natürlich auch. Habe ich mir erstmal beim Lesen so erst aufgefallen. Ist natürlich hier das Freilchen hier vom Mücke. Hi, Mücke. Ja, was habt ihr falsch gemacht? Ja, ihr habt die Männer zocken lassen. Das ist so. So, demzufolge haben wir natürlich jetzt noch hier sehr viel Schaden hier unterwegs. Minjabos. Der, glaube ich, hier der Veranlasser war für die kleine Karambolage da im Tunnel. Muss natürlich in die Box. Oh. Im Fidelity. Ah, Fidelity. Auch hier mit Motorschaden. So, aktuell Batman weiterhin auf 1. David auf der 2. Fidelity in der Box 3. Norbitz auf 4. Kilo auf 5. Funky auf 6. Iron Knight auf 7. Mücke auf 8. Mini-Abbas auf der 9, Knecht auf 10, Hedge auf der 11, Racer Angel auf 12, Goschfors auf der 13 und Bramburi aktuell Platz 14. Hackt voll? Komm gleich zurück, hackt voll. Was hackt voll? Ach, ist Ach so, es leckt. Deswegen sitze ich auch im Keller, da habe ich meinen Freiraum. Doc Mo, Liga B sollte, glaube ich, Matze machen. Liga B sollte Matze machen, weil NBA Iceman leider ausfällt wegen technischen Problemen der Internetleitung. Ging glaube ich, hier, hat, glaube ich, Matze übernommen. Kann ich jetzt aber gerade nicht sagen. So war, glaube ich, mal kurz der Plan gewesen. Laut Worte. Laut Rennkalender wurde sogar schon umgetragen. Ich gucke da mal schnell nebenbei rein. Nicht Regelwerk, nicht Archiv. Rennkalender wollen wir haben. Nee. Cosi Gaming macht natürlich hier. Den haben sie aber schnell rangeholt.
Posi ist hier am Stream. Der Liga B. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ging ja fix bei den Leuten. Hotspur TV, ich glaube, Express hat, glaube ich, angefragt, so wie ich gelesen hatte. Und somit macht er hier den Corsi, hat er an Land geholt. Tatsache. Wo sie natürlich hier gleich noch einfügen. So, demzufolge haben wir natürlich jetzt der Quali rum. So, muss ich natürlich hier auch nochmal schnell im Discord da in der Streaming Lounge bei Live on Air das nochmal schnell reinhauen, dass natürlich jeder auch weiß, dass Liga B gestreamt wird. Und Liga C macht natürlich dann hier der Matze Hagi. Da muss natürlich auch noch das muss natürlich auch noch rein da. Wollen natürlich hier, dass die anderen Streamer natürlich auch ihre Werbung bekommen, dass jeder weiß, wer wo streamt. So. So, demzufolge sind wir durch. Batman auf der 1, ja. In der Zeit von 1, 24, 7, 1, 6, gefolgt von David auf der 2. Fidelity auf der 3, Nombits auf Platz Nummer 4, ja. Tilo auf 5, Knecht auf der 6, Iron Knight, Jin in the Box auf der 7, Funky auf 8, Mücke auf der 9, vorgefahren, Groschforce auf 10, Minyabas auf 11, Hedge auf der 12, Racer Engine 13 und Bramburi im Rückwärtsgang in falsche Richtung auf Platz Nummer 14. So. So. Alle stehen separat. Bamburi fährt natürlich erstmal falsch rum, dass er natürlich zurück in den zweiten Sektor reinkommt. In den ersten. So, und da kommt der Iron Knight hier und schiebt hier erstmal den Knecht weg. Und da kommt der David noch angefahren. Hier steht der Rad gerade etwas bescheiden an irgendeiner Ecke, wo ich nicht so viel sehen kann. Und somit. Geht's los hier. Leider muss ich natürlich gleich wieder einmal kurz raus und wieder rein. Aber dann mal gut. So. Alle stehen separat. Lichthupe wird auch gesetzt da hinten. Ampeln sind an. Natürlich erste Kurve. Bleiben wir noch drauf. So, nehmen wir mal die Perspektive her. Bleiben wir mal Batman drauf. Hinten kommen sie alle gut weg. Da hat hinten noch der letzte, glaube ich, ein bisschen geschlafen. Aber der Rest ist alles weggekommen. Erste Kurve natürlich alles bisschen tricky. Da hinten wird bisschen eng. Aber da kommen sie alle relativ sauber durch. Bramburi ist ein bisschen eingeschlafen. Der hat da ein bisschen viel Zeit verloren beim Start. Aber der Rest kommt hier sauber weg. Jetzt natürlich hier durch den Chikanbereich. Sind alle sauber durchgekommen hier. Da hinten wird es noch ein bisschen eng. Da ist Goschforce hier gegen Mücke. So, dann kann ich natürlich jetzt schnell mal kurz verlassen und wieder rein. Und dann haben wir natürlich hier die Kameraperspektive, die wir wollen. So. Alle sauber hier rum, alle ohne Schaden, wenn ich das hier richtig sehe. Mücke hier gegen Iron Knight in Goschforce. Minyabas. Doch, Minyabas hat hier den Frontschaden. Racer Angel überholt ihn jetzt und Bramburi hier auf Platz Nummer 14.
versucht er natürlich ranzukommen. Batman weiter auf 1, Fatality auf 2, David 3. Batman natürlich schon einen leichten Vorsprung. Fatality weiterhin hier, den David in den Nacken, plus Tilo, der ein bisschen Zeit verloren hat. Und natürlich hier gleich auf Startziel. Erste Runde rum. Und da hinten natürlich jetzt hier Iron Knight gegen Funky und Mücke. Mücke sticht genau in die Mitte rein. Kommt der vorbei? Geht vorbei hier am Iron Knight und am Funky. Und eine leichte Berührung hier. Leichte Berührung. Aber Gott sei Dank alles sauber gelaufen. Nach dem neuen Schadensmodell hier in GT7 sind die Berührungen natürlich alle ein bisschen zwickiger. Bekommt man auch ein bisschen schneller Schaden. Und da gibt es die Lichthupe. Das Lichthupen-Massaker von Mücke. Mustang-Baby. Fährt Mücke mit Controller? Schauen wir mal drauf hier. Iron Knight versucht da natürlich jetzt ranzukommen. Ah, bleibt erstmal davor. Ja, sieht man, dass er mit Controller fährt. Sieht man. Das Lichthupen-Massaker ist stets gesehen. Drückt so doll hier immer drauf. Deswegen geht die Lichthupe mal an. Da merkt man es immer in den Kurven. Aber sauber unterwegs hier auf Platz 8. Aber denkt man, da geht noch was. Da geht noch was von Mücke. So, vorne. David auf 2 gefolgt hier, beziehungsweise geht jetzt hier am Fatality vorbei. Geht vorbei und versucht jetzt natürlich jetzt hier auf Batman aufzuschließen. Und kann sich da ein little bit absetzen hier auf Fatality. Norbit hier aktuell auf Platz Nummer 4. Wir hoffen mal, dass die Saisonpause nicht zu lange war. Norm ist natürlich hier. Genau, dafür macht er super. Definitiv. Kann sich da gut. Gut, wir haben viele Controllerfahrer, ne? Aber Controllerfahren ist manchmal ein bisschen schwieriger als Lenkradfahren. Deswegen macht er doch super. Muss er da ein bisschen Gas geben, aber. Vor ihm ist der Hedge. 0,5 Sekunden ist der Hedge vor ihm. Kann sich aber an Iron Knight absetzen. Sind wir gespannt, wie es natürlich gleich aussieht bei den nächsten Boxenstopp. Hier natürlich hier Vinyabas und Bramburi. Von den Kotzbären. Und Vinyabas da ein bisschen weit rausgekommen. Die Kurve nicht ganz bekommen und Bramburi somit jetzt vorbei erstmal. Funky in der Box mit Frontschaden. Josh Force auf 10, Razor Engine dahinter. Lenkrad wäre nicht sein, sagst du. Bei mir ist es umgedreht. Ich kann mit Controller gar nicht mehr fahren. Ich habe mit Controller natürlich angefangen mit fahren, aber gut, ich kann so oder so nicht fahren. Das ist so auch so die eigene Sache. Aber ich komme mit Controller, mit Lenkrad ein bisschen besser zurecht als mit Pad. Fatality verliert die Zeit hier auf David. David natürlich jetzt hier sich gut abgesetzt. 1,7 Sekunden und natürlich auf Batman 1,4 Rückstand. Bin mal gespannt hier. So, natürlich haben wir noch ein bisschen Zeit. Zwecks Boxenstopp. Und dahin hat sich einer zerrüppelt. Da hinten liegt einer lang. Wer ist es? Bramburi. Bramburi da wieder den Ausritt gehabt. Funky war natürlich in der Box. Dann haben wir hier Vinyabas, der weiterfährt mit Schaden. Dann haben wir hier Racer Angel gegen Josh Force. So, hier vorne Iron Knight Hedge gegen Mücke. Mücke an Hedge vorbei, dann kommt sein Teamkollege, der Knecht.
Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wer zieht an wem vorbei? Mücke macht er jetzt hier den Blogger und lässt hier ein bisschen den Knecht ziehen. Oder versucht der Mücke natürlich hier seinen Teamkollegen noch zu attackieren und vorbeizuziehen. Um da wegzukommen, ja, von den hintersten Leuten. Edge auch ein Controllerfahrer, so wie es ausschaut. Auch im Lichthubmassaker. Dilo auf 5. Ah, hier haben wir ein gutes Vierer-Duell. Edge hier im Spiegel natürlich. Hier der Iron Knight zu sehen hinten. Ne? Vor ihm natürlich. Der Mücke. Oh, 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 oh. Da kommt natürlich hier der Iron Knight gefährlich nahe. Aber dennoch hat es funktioniert. Beziehungsweise kein Abflug gegeben. Weil ein bisschen Zeit gekostet hier vom Hedge. Und auch vom Iron Knight, der sich da ein bisschen verbremst hatte. Natürlich Mücke hier. Gegen seinen Teamkollegen ja. Versucht er natürlich, ihn nicht zu behindern, aber will natürlich auch vorbei. Da hinten kommen aber natürlich schon Gosh Force und Razor Agent. Kommen da auch langsam näher. Die wollen natürlich das wissen. Und vorne hat sich natürlich nicht viel verändert. Da tun sich die Zeiten alles bis auseinanderziehen. Wir sind ja im Mittelfeld, haben wir hier das größte Duell. Einheit mit Heckschaden. Der Knecht hier macht hier die Führung vom Vierer-Duell, was fast zum Sechser wird. Oh, da ging einer flöten. Der Hedge, den Hedge hat zerrissen. Ich habe es nur knallen gehört. Da hat sich der Hedge die Karre zerfriemelt und somit Motorschaden. Raus aus dem Duell. Somit nur noch zu dritt unterwegs hier. Knecht, Mücke und Iron Knight. Jetzt kommt auch langsam Gosh Force auch noch dazu, aber ein bisschen Zeit ist noch. Razor Angel will auch noch ein bisschen rankommen, dass wir zumindest wieder das 5er-Duell haben hier. Mücke und Knecht natürlich hier sauber zusammen am Arbeiten. Iron Knight dem Heckschaden verliert auch ein bisschen die Zeit. Ich denke mal, die beiden da vorne können sich ein bisschen absetzen. So, wie sieht's vorne aus? Batman 2 Sekunden Vorsprung hier auf David. David 1,6 Vorsprung hier auf Fatality. Fatality natürlich auch Luft nach hinten zu Nombits. Und Tilor gegen Nombits direkt dahinter. Und Tilor geht jetzt hier vorbei. Geht vorbei, ja. Aber die Reifen lassen langsam nach. Nombits muss sowieso gleich die Zeitstrafe noch abbauen. Das da vorne hat sich erstmal auseinandergelebt. So, jetzt baut Nombits die Zeitstrafe ab. Verliert natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Hier auf Dilo, 1,5 Sekunden. Wird er dann gleich nach hinten dahinter sein. Wenn er die Zeitstrafe abgebaut hat.
gut, eine Sekunde. Nicht hier. Mit den Teamkollegen, mit dem Mücke im Schlepptau. Und Iron Knight kommt gefährlich nah. Und Goshforce ist jetzt auch dran. Goshforce ist jetzt auch dran. Gehen wir mal mit rein hier. Und die Reifen lassen nach. Razor Engine natürlich jetzt nicht mehr direkt dahinter. Ist 2 Sekunden Rückstand. Jetzt durch den Windschatten hier der Goshforce. Iron Knight lässt hier den Goshforce ziehen. Lässt die Tür auf. Und somit kann Goshforce hier vorbeiziehen. Der eventuell hier noch die Möglichkeit hat, an Mücke ranzukommen. Denn Goshforce ist natürlich der Teamkollege hier vom Iron Knight. Vom Team Slow-Mo Racing. Klassische Abfrage. Beziehungsweise da haben sich hier die Fahrer geeinigt. Hier, zieh vorbei. Ja, zieh vorbei, du bist schneller. Hol sie dir, die Jungs. Und das lässt sich Goshforce natürlich nicht lange, nicht zweimal bitten. Goshforce natürlich jetzt hier mit einer guten Pace unterwegs. Hat minimal ein bisschen bessere Reifen als Mücke. Jetzt ist natürlich die Frage, wann gehen die Ersten in die Box? Reifen halten das natürlich nicht mehr so lange aus wie vorher vor dem Update. War natürlich die Frage gewesen, ob wir natürlich ändern. Wehe, schreibt sie. Wehe! Vor dem Update der Reifen, des Reifen-Updates war natürlich die Frage gewesen, ob wir ändern auf 1.1 bzw. 3.3 bleiben. Sind auf 3.3 geblieben. Wechs Reifen und Sprit. Wie ihr seht ja, der Sprit ist noch halb voll relativ. Aber die Reifen brechen ein. Die Reifen brechen ein. Allzu lange kann man hier nicht mehr fahren. Deswegen braucht man neue Strategien. Dann sind wir mal gespannt, wer hier am besten haushalten tut hier mit seinen Reifen hier. Edge war natürlich in der Box. Braburi war auch in der Box. Ist mit den harten Reifen unterwegs. Batman hat noch seine Weichen drauf. David hier natürlich dasselbe Spiel. Natürlich ist die Frage, wann kommen jetzt hier die vordere Front in die Box. Bamburi macht da sauber Platz. Batman macht wieder die besten Zeiten. Das kennen wir von Batman natürlich auch schon. Batman ist natürlich hier wirklich ein schneller Fuchs. Da fragt man sich immer, woher. Woher kann er so schnell fahren? Was machen wir falsch? Sag mal immer so. In der GTSL habe ich gesehen, da streame ich ja auch, da hat der Batman ein bisschen Konkurrenz gehabt, definitiv. Da hat er sich mit einigen duellieren können. Hat am Ende dennoch die Liga gewonnen in der ersten Saison. Aber hier bei den Sofa-Weißern in Liga A ist Batman doch der Kandidat, der vorne wegfährt. Und hat natürlich schon 2,8 Sekunden Vorsprung hier auf David. David ist natürlich kein schlechter Fahrer, der ist auch ein guter Fahrer. Aber hat natürlich zu kämpfen hier. Genau, Batman macht seinen Namen alle Ehre. Muss nur oben noch hier das Batman-Zeichen haben. Batman ist im Einsatz. Wie gesagt, David ist natürlich kein schlechter Fahrer, hat aber auch zu kämpfen jetzt. Dasselbe wie Fidelity, Norbit, dasselbe in Spe. Ja. Das sind alles Top-Fahrer. Tilo auch. Aber die müssen halt alle kämpfen. Die müssen kämpfen. Und da ist der Goshforce an Mücke vorbeigegangen. Batman in der Box. Mücke macht jetzt hier den Konter. Geht jetzt hier wieder vorbei am Goshforce. Aber die Reifen brechen ein, die gehen alle rein. Die gehen alle rein in die Box. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer tankt mehr, wer tankt weniger? Vorne alle drinne. Außer Tilor, Normbitz und natürlich Vitality. Die drehen auch eine Runde. Eine Runde geht noch mit Jabas.
dreht auch noch seine Runde. Geht auch noch nicht rein. Batman geht auf Medium raus. Batman auf Medium unterwegs. Und ist jetzt direkt hinter Funky. Genau, hinter Funky. Der aber noch in die Box muss. Oh, das wird eng. Das wird eng mit den Reifen. Die Reifen brechen ein bei ihm. Die brechen ein. Eine Runde zu lange draußen geblieben. Jetzt sind die Reifen durch. Sobald der weiße Strich unten weg ist, dann ist Feierabend. Gleich ist Schicht im Schacht, da ist er Schicht. Die Reifen sind durch. Eine Runde zu lange draußen geblieben und jetzt ist vorbei. Jetzt fährt er nur noch auf die Felge vorne rechts. Und hat hier noch eine Kurve vor sich, die tricky ist. Und dann kann er Gas geben, aber jetzt wird's eng. Vitality in der Box, Dilo in der Box. Funky hat sich hier leicht verschätzt mit der Runde. Knecht versucht jetzt vorbeizukommen, geht auch vorbei. Funky lässt die Tür auf und geht jetzt in die Box rein. Ja, das ist natürlich die Strategie. Eine Runde zu lang draußen kann dir dann doch das Leben schwer machen. Dilo hatte noch ein bisschen Profil drauf und geht jetzt hier hinter David. Wieder raus aus der Box. Bleibt auf dem Weichreifen. Und da geht der nächste Flöten. Das war Minja Abbas. Der sich hier die Karre verfunzt hat. Ist auch nochmal draußen geblieben, anstatt reinzufahren. Und somit macht er sich hier das Leben gerade nicht leicht. Dreht sich weg, die Reifen sind durch. Und jetzt fährt er natürlich gleich mit hinten und vorne komplett runtergerockten Reifen. Und das ist vorbei, das ist empty. Da ist nur noch Schlittschuhfahren angesagt. Ja, da kann er nicht mehr, da kann er nicht mehr gegensteuern. Die Reifen sind hindurch. Das ist nur noch Schlitterpartie hier. Hedge hier gegen Funky. Funky natürlich mit besseren Reifen, war in der Box. Hedge war etwas früher in der Box gewesen. Und somit Normbitz jetzt auch in der Box. Was sagt seine Reifen? Ja, die haben noch gehalten. Aber das war auch Eisenbahn, reinzugehen. David auf 3. Batman auf 2. Fidelity auf der 1 aktuell. Fidelity aber dafür weniger getankt. Muss früher in die Box. Sekunden Vorsprung hat hier Fidelity auf Batman. Batman aber mit Medium unterwegs. Kleinen Ticken langsamer. David gegen Dilor und Nombitz. Wo kam denn der her? Nombitz ging vor David aus der Box raus. Somit Nombitz auf 3, David auf 4. Direkt dahinter am Schlepptau der Dilor. Dilo versucht jetzt vorbeizuziehen, geht innen und ist vorbei erstmal an David. Und da kommt der Knecht und Racer Angel. Josh Force auf 8. Oh, gelbe Flagge. Da ist, glaube ich, der Minja Abbas wieder da. Ja. Er hat so seine Probleme, in die Box reinzufahren, der Minja Abbas. Leichte Probleme durch die kaputten Reifen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Schade für Minja Abbas. Bramburi auf 13 hat die Fidelity jetzt im Nacken. Und
Fatality, die kann sich jetzt ein bisschen absetzen. Setz sie jetzt erstmal ab hier auf Batman. Batman auch Vorsprung hier auf Norbit 2,6. Dilor. Und Norbits 1,9. Platz 3 und 4. David versucht natürlich an Thieler ranzukommen. Razor Angel baut seine Strafe dahin ab. Eine Sekunde muss er abbauen. Und dann hat er den Goshforce, der jetzt natürlich hier jetzt rankommt. Und auch schätzungsweise versucht vorbeizugehen. Ja, geht vorbei. So, und Mücke dahinter. Hinter den Razor Angel. Ja, das Fahrerfeld hat sich jetzt ein bisschen auseinandergelebt. David gegen Thilo. So. Der steht dann noch in der Box. Das sollte Minyabas sein. Steht noch drinne. Lässt sich hier nicht bearbeiten mehr. Kein schätzungsweise das Fahrzeug abzustellen. Und somit ist das Thema durch hier bei Minyabas. Fatality, die kann sich jetzt absetzen. Fatality setzt sich ab, hat natürlich die weichen Reifen drauf, aber Batman hier, die Medium. So, alle noch relativ durch. Na Chris, servus! Grüezi! Kilo auf 4. David 5. Da ist überall erstmal Luft dazwischen. Knecht auf 6. Bosch Force hier gegen Razor Angel. Und da kommt der Mücke. Razor Angel gibt natürlich viel Gas. Ne? Ich schaue schon die ganze Zeit. Aber jetzt muss ich auch mal was sagen. Das hört sich so wie an hier. So wie, ja, dann kann man gleich kriegt ein paar auf den Wanz. Gleich flippe ich aus hier. Aber dann bist du undercover unterwegs, hä? Sehe ich gerade. Ich habe in meiner Liste, mach ich auch ab und zu mal auf. Du stehst bei mir gar nicht drin, dass du zuschaust. Ja, die Liste ist immer so ein bisschen beet hier. Oh, Razor Angel soll natürlich Gas geben hier. Da soll ein Goshforce dranbleiben. Und natürlich hier versuchen, da noch zu attackieren. Bin natürlich gespannt. Ja, Razor Angel muss aber früher in die Box. Aber schauen wir mal, wie die Strategie am Ende ausgeht. Minyabas. Minyabas, ich weiß nicht, wem es bei den Programmierern ins Gehirn geschissen hat. Ich sag mal so, ne? So ein Schadensmodell ist der Gipfel der Lächerlichkeit. Ach, Minyabas, Lacris ist auf TV. Ah, cool. Das zeigt mir ja nicht an.
Ja, Minjawas, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist einfach. Und wie krass muss ein Reifenschaden sein? Ja, wenn die Reifen auf Null sind, sind sie auf Null. Das ist uns natürlich aufgefallen. Sobald die Millimeter haben, Millimeter weiß, dann ist Feierabend. Ja, das ist halt Kacke, Minjawas, das glaube ich dir. Das muss sich alles wieder neu einstellen hier. Dann sollen sie nicht so viel rumschrauben an den Updates. Dann sollen sie mal eine Sache lassen. Man kann sich dann kaum richtig drauf einstellen. Ironite Outer Box. Hedge auf L4. Ja, wenn der Reifen... Wir haben sehr hohen Reifenverbrauch, ne? Das ist klar. Es ist bloß die Frage, wie man das am besten lösen kann. Wenn ich fahre, gucke ich ja auch öfters über mein Dashboard. Dann sehe ich die Reifentemperatur etc. Pipapo. Habe ich aber noch nicht so richtig den Faden gefunden, wie man das am besten lösen kann. Aber wie gesagt, reifenweich ist so ein Reifen, den man fast kaum noch fahren braucht. Wenn er so oft runterrockt, dass man den nur noch in den Hotlaps nimmt. Also auf lange Distanzen ist hier eigentlich das Beet hier. Ja, den Reifen-Update machen sie hauptsächlich nur darum, dass es mehr dynamisch ist. Dass der Reifen mehr Verschleiß hat, damit mehr die Dynamik dann ist. Genauso wie mit dem Regenwetter. Aber ich sag mal so, egal ob man das nun mag oder nicht, fahren tun wir es trotzdem. Wie letzte Woche Sonntag sind wir ja in Gruppe 4 gefahren, da bin ich ja auch gefahren. Ich bin ganz leicht an der Wand touchiert, ganz leicht. Da ich vorne rechts alles Schrott. Alles Schrott gewesen. Ja, das Schadensmodell ist alles ein bisschen aggressiver. Die wollen natürlich, dass man hier nicht mehr fährt wie eine besenkte Sau. Machen wir sowieso nicht, weil bei dem Lex, die wir hatten, sich doch sowieso keiner getraut hat, näher ranzufahren. So, Batman gegen Nombitz. Nombitz rangekommen, ja. An Batman, aber Batman auf Medium unterwegs und Nombitz auf weichen Reifen. Ja, dann versucht das. Dann war der in der Box. Zeigt mir wieder nicht an. Und eine 13. Und Batman war... Das ist genauso mit das Zeichen hier oben. Ne, was dann immer kommt hier, ne? Früher war das unter der Tabelle. Jetzt ist das direkt dazwischen. Warum? Warum muss man das Fahrzeug auf einmal da oben reinklatschen? Als wenn man angezeigt wird, ja, jetzt kommt eine Überrundung. Oder der hat den gerade überholt. Warum muss man das dann in die Zeitentabelle reinklatschen? Kann man doch hinter mir machen. Das sind so ein paar Sachen, die man halt, ja. Wo man sagt, nee, nee. Wollen wir nicht. So, Batman hatte erstmal ein bisschen zu kämpfen mit seinem Medium-Reifen. Gegen Nombitz. Aber der Verbrauch, jetzt wollte ich ja gucken, Runde 13 ist der Nombitz auch gegangen. Aber irgendwie viel Unterschied ist er jetzt auch gerade nicht. Nombitz ein bisschen mehr Verschleiß als Batman, aber auch nicht gerade sehr viel. Verschleiß tendiert so circa auf eine Runde oder zwei. Wenn man das so mal vergleicht, wenn beide weich drauf hätten. Also kommt Batman rein, theoretisch würde da gar nicht viel weiter kommen als seine 2-3 Runden, als wenn er weich gefahren hätte. Vitality natürlich schon 5 Sekunden Vorsprung. Knecht in der Box.
Oh, Nombitz, leichter Quersteher. Leichter Quersteher von Nombitz und verpasst somit hier den Angriff. So, Fidelity kann sich das mal absetzen, aber die Reifen sind auch fast hinüber. Wird auch in naher Zukunft reingehen in die Box. Edmund wird noch ein bisschen länger draußen bleiben. Mücke in der Box. Josh was in der Box. Funky würde, denke ich mal, auch gleich reingehen. So, was macht hier unser Fatality? Wird, denke ich mal, gleich reingehen. Das Fahrerfeld sträubt sich da jetzt langsam auseinander. Haben wir noch. Guck mal, da ist Josh Force gegen Funky. Funky da auch mit leichten Problemen. Geht in die Box. Josh Force bleibt draußen. War natürlich frisch in der Box gewesen. Racer Angel dahinter. Hat ein bisschen Zeit verloren hier auf Josh Force. Mücke gegen Iron Knight. Wen hat er da vor sich? Wen hat er da vor sich? Nicht gegen Iron Knight. Und wie hat das hier gerade ein bisschen gebackt hier? Das ist der. Der Hedge ist das. Das ist der Hedge. So rum. Der Hedge hier als Überrunde davor. Oh, da ist die nächste gelbe Flagge. Den hat es da zerrissen. Konnte man leider nicht sehen, ja. Fidelity in der Box. Da haben wir noch 4 somit jetzt erstmal. Gegen Tilor 2 Sekunden Rückstand. David muss aber auch so langsam rein. Oh, Tilo hat natürlich jetzt hier. Ei. Hoffentlich reicht das noch. Hoffentlich reicht das noch. Tilo geht aufs Ganze. Der lässt die Reifen bis runterrocken. Somit David hat hier die Möglichkeit, jetzt hier gleich vorbeizuziehen. Tilo hat gleich hier
beim Rausbeschleunigen. Na, da aufgepasst. So, jetzt natürlich der Wechsel zwischen Box und Box. Oh, da gab es hier das Missverständnis. Da gab es die leichte Berührung. Damit auf der Innenseite, aber Thieler wollte in die Box. Und Batwomans. Melissa, servus! Wo ist dein Männle? Weißt ja, wo er ist. Du weißt ja, wo er ist. Aber Normbit direkt dahinter. So, wie sieht das aus? Normbit, seine Reifen gehen jetzt langsam auch in den Keller. Kann noch hinter Batman bleiben. Aber muss jetzt kleine Batz. Auf Platz 1 wie immer. Was fragen wir da noch? Aber jetzt sind wir mal gespannt hier. Normbit geht gleich in die Box. Alle natürlich auf Weich unterwegs gewesen. Batman auf Medium. Die anderen sind jetzt alle reingegangen. Und Batman muss natürlich jetzt erstmal sich ein bisschen behaupten hier gegen Normbit. Aber Normbit wird jetzt reingehen. So, Batman geht nicht rein, dafür aber Normbit. So, David war auch auf Medium unterwegs. Also auch dieselbe Strategie wie Batman. So, jetzt ist natürlich die Frage. 38 Minuten sind gefahren. 22 Minuten müssen wir noch. Fidelity jetzt auf Medium draußen gewesen, möchte gern durchfahren. Normbits, auf was geht er raus? Tankt sich voll, geht auf Weich raus. Josh Force. Und Normbits. Normbits vor Josh Force rausgekommen. Josh Force auf 5, Razor Angel auf 6. Dilor auf 7 aktuell. Jetzt auch mit Medium draußen. Dann denke ich mal, werden David und natürlich der Batman gleich auf Weich rausgehen. Mücke auf Weich. Auf 8. Hat den Dilor vor sich. Knecht, sein Teamkollege, aktuell auf der 9 mit 3,4 Sekunden Rückstand. Aber dann hat er den Iron Knight noch im Nacken. Iron Knight aktuell auf 10. Edge, ein überrundeter. Funky auf 11. Edge 12, Bramburi auf 13. Und Minyawas hat das Auto natürlich abgestellt. Oh, Batman wird jetzt reingehen. Batman geht jetzt rein in die Box. Ist er theoretisch mit weichen, mit Medium-Reifen eine Runde weitergekommen. Wenn man das mal so betrachtet. Eine Runde kam er weiter als die mit Weich. Da haben wir dasselbe Spiel. So, Batman in der Box. David hinterher. Vitality ist jetzt auf Medium draußen. Wird da, denke ich mal, wird knapp werden jetzt hier.
Batman noch in der Box. David auch. Also Fatality sollte dann jetzt erstmal vorbeikommen. Ganz knapp. Batman kommt raus. Fatality knapp vor Batman. Eine Sekunde her. 1,6. Und Batman bleibt hier auf die Medium-Reifen. Numbitz auf der 3. Josh Voss auf 4. David auf 5. Racer Angel aktuell auf 6. Muss aber noch mal rein. Die Loa hier gegen Mücke. Oh, leicht bisschen gedrückt. Dilo kann jetzt hier nochmal den Konter starten. Reicht das? Reicht nicht, aber bleibt direkt dahinter. In den Windschatten rein auf der Innenbahn. Und somit macht er hier den Konter gegen Mücke. Aber Mücke kann noch mal nachlegen. Na komm. Wo sind sie denn? Da ist er. Leichte Berührung. Oh, 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 oh. Vorsicht. Ich habe eine Privatnachricht. Auf Discord. Jo, sehe ich gerade. Kannst du gerne machen, oder ich sag das. Aber warum die PS5? Die PS5 ist doch nicht so teuer. Du brauchst sie bloß nicht kaufen. Mach ich auch nicht. Dann gerne ich. Kannst du besser. So. Alles klar, machen wir ein bisschen Pay to Win, oder wie sagt man das so schön? Die HM Batwoman hat eine Elgato. Welche ist das? HD 60 Plus? Oder HD 60? Welche hast du? Zumindest die Melissa, beziehungsweise Batwoman, hat eine HD 60, eine Elgato Plus Mikrofone zu verkaufen. Und demzufolge eine HD 60 Plus hat sie. Und demzufolge, wer gerne eine haben möchte und mit Stream anfangen möchte oder eine neue braucht, kann sich gerne hier bei Batwoman melden. Die möchte das natürlich vergöfen. Finde ich aber echt schade, Melissa. Finde ich echt schade, dass du nicht mehr streamen möchtest. Warum? Keine Zeit, keine Lust. Finde ich echt schade. So, Fatality direkt hier vor Batman. Und Batman versucht es jetzt natürlich. Geht innen. Batman geht innen, aber reicht noch nicht hier.
Reicht noch nicht. Aber knapp hier. Aber Norbert ist jetzt auch direkt dahinter. Jetzt wird es nochmal spannend hier zwischen Platz 1, 2 und 3. Bis 3er-Duell hier. Batman versucht jetzt natürlich jetzt hier am Fidelity ranzukommen. Ist innen. Und geht jetzt da vorbei. Da kommt der Norbitz von hinten auch noch mit reingeflogen. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es eng, ja. Norbitz jetzt hier auch gegen Fidelity. Ja, ja, in der Box. So, was macht der Norbitz hier? HRM, Impro und KBTV. Platz 1, 2 und 3 hier. Dicht zusammen und wir haben noch 12 Minuten. 41 Runden. 33 sind gefahren. Batman kann sich jetzt ein bisschen absetzen. Es ist bloß die Frage, es lief doch alles, Melissa, es lief doch alles. Habt ihr eine oder habt ihr zwei PlayStation? Das lief, also bei dir lief das doch alles, das lief doch alles wunderbar. Da braucht man sich keine PlayStation 5 kaufen, definitiv nicht. Ich habe auch keine PlayStation 5, ich habe auch nur die PlayStation 4. War die Pro? Aber kann man auch mit der normalen PlayStation machen. Melissa, das Thema hatten wir schon mal. Du vergisst immer nur die, du vergisst das immer. Du vergisst das immer, das ist das. Der Co. ist nicht zu hören, wenn du eine Einstellung nicht machst. Eine einzige Einstellung vergisst du immer. Und das musst du dir einbringen, dass du die gleich als erstes machst. Wenn du Co. hast. Kann ich dir sogar zeigen gleich, weil ich natürlich noch kein Headset angeschlossen habe für den Co. Weil wir gleich das Interview machen, muss ich gleich auch noch schnell umstellen. Aber auch so mit dem Mikro. Das ist alles nur die Frage der Einstellung. Ja, ihr wohnt ein bisschen weit weg. Aber es gibt eine Sache. Dann kann man sich mal hinsetzen, kann ich dir das. Dann kann ich das von meinem PC auf deine machen. Es gibt da ein Programm, da kann ich mich bei dir einloggen. Also nicht einloggen, kann ich deinen PC übernehmen kurzzeitig. Und kann das einstellen. Aber das ist so, wie wir das letztes Mal schon mal erklärt haben. Ich wohne in Hamburg. In der Nähe Hamburg. So, Batman natürlich 1,9 Sekunden Vorsprung auf Norbitz. Norbitz 1,3 auf Fidelity.
Minister, wir können uns gerne nochmal zusammensetzen. Nehmen wir uns mal einen Abend Zeit und setzen es mal in aller Ruhe einmal mal ran und dann stellen wir dir das nochmal ein. Wie gesagt, du brauchst nur, weiß nicht, ob das hier, seht ihr ja Baumeln hier, das kleine Headset hier. Sieht das besser? So? Kleine Headset, das kleine Klinken-Headset, das ist das Einzige, was du brauchst für dein Co. Mehr nicht. Und dann nur eine Einstellung immer machen, dann geht das. Da können wir uns gerne nochmal ransetzen. Das wäre ja schade, nur weil irgendwas nicht so richtig funktioniert, dass du da nicht mehr streamen willst. So, gehen wir nochmal durch hier. Mücke gegen Knecht und Razor Angel. Mücke mit Zeitstrafe. Mücke muss dann gleich die Zeitstrafe abbauen. Dann wird erstmal hier Knecht und Razor Angel eventuell vorbeigehen hier. So, Mücke baut die Zeitstrafe ab. Geht von der Ideallinie runter, genau. Und da kommt Razor Angel. Ja, Melissa, dann machen wir das. Dann setzen wir uns mal ran. Und dann stellen wir das noch einmal mal richtig ein. Und dann überlegst du dir, wie viele Ligen du streamen möchtest. Und dann kriegst du für jede Liga eine Szene, wo du nur noch einen Knopf drücken musst, damit du nichts mehr umstellen musst. So. So, Mücke weiterhin auf 9. Und Michael, schönen guten Abend hier. Und Mücke hat wieder die Zeitstrafe, die er wieder abbauen muss. Und Razor Angel kann jetzt ranziehen. Jetzt ist die Möglichkeit da, um Mücke zu überholen. Das wird hier Mustang Babe nicht gefallen. Oder, oh, leichte Berührung. Aber ohne Schaden. Jetzt hat Mücke ein bisschen zu kämpfen, ja. Jetzt fängt Mustang Babe an mit Schwitzen. Ah, ah. Wird eng, ja. Aber gut. So, jetzt erstmal wieder. Noch ist es noch nicht vorbei. Mücke muss noch kämpfen. Razor Angel natürlich. Gibt ja auch alles. Der will nach vorne. Und Bettwurm, nein, verlierst du nicht. Ich habe da auch immer. Ich habe 10 Ligen hier in meiner Liste. Drücke ich auf den Knopf, suche mir die Liga raus, drücke drauf, fertig. Habe ich genau diese 10 da, die ich haben will. Für jede Liga eine Szene oder 10 Sammlungen und dann passt das. Wie gesagt, da setzen wir uns hin. So, Razor Angel mit Zeitstrafe, so mit Mücke, den Vorteil. Und kann erstmal wegziehen. Knecht konnte sich natürlich absetzen. So, wie sieht's vorne aus? Wir haben noch 2 Runden, Rest von dieser. Batman auf 1. 1,9 Sekunden Vorsprung. Norbitz auf der 2. Fidelity auf der 3. Haben sich beide
erstmal ein bisschen absetzen lassen. Da ist jetzt erstmal Ruhe. David auf 4. Hilo auf 5. Goschfors auf 6. Iron Knight auf 7. Knecht auf 8. Mücke auf der 9. Racer Angel auf 10. Funky auf 11. Hedge auf 12. Bramburi auf 13. Miniabas abgestellt. Leer. So. Oh, Norbitz mit Abflug. Norbitz fliegt ab, somit Fatality kommt da jetzt näher. Aufpasse! Somit schon. Da gab sie Berührung! Da gab sie Berührung! Hier David gegen Norbitz! Frontschaden von David! Heckschaden hier von Norbitz! Ah, ist das ärgerlich! Ist das ärgerlich hier! Auch von Norbitz, die Reifen sind im Keller! So wie Don Camillo sitzt auch im Keller. Und da kommt jetzt schon der Dreher. Die Reifen sind durch. Schafft er das noch? Die eine Runde. Hilo ist natürlich auch noch da. Der kommt auch noch mit Frontschaden. Aber hat noch die Möglichkeit ranzukommen. Mit Batman hier in seiner letzten Runde. Da dreht sich der nächste weg. Das ist wieder Norbitz. Die Reifen sind im Keller. Das war's. Das war's für Norbitz. Und da kommt der Thilo noch. Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Definitiv. Muss sagen, Babe. Definitiv. Die brauchen Frauenpower. Dann geben die wenigstens Gas. Müssen sich an Zähne setzen. Oh. Ne? Selbst mit Platten kannst du im Rad schneller fahren. Lächerlich. Miniabas ist ziemlich angefressen. Das glaube ich dir. So. Batman holt sich hier Platz Nummer 1 hier. Glückwunsch an Batman. Fatality auf Platz Nummer 2. Herzlichen Glückwunsch hier. Lange hat er gebraucht und jetzt hat er hier mal einen guten Platz. Platz Nummer 2 hier. Fatality, Glückwunsch. David auf Platz Nummer 3. Glückwunsch. Tilo hat hier sich vorfahren können auf Platz Nummer 4. Glückwunsch. An Tilor. Goschfors auf Platz Nummer 5. Norbitz hat, glaube ich, verlassen oder ist er so weit zurückgefallen? Ich sehe das gar nicht mehr. Goschfors hier somit Platz Nummer 5. Glückwunsch an Goschfors. Iron Knight auf der 6. Glückwunsch. Knecht auf 7. Glückwunsch. Und natürlich hier Mücke. Macht hier die 8 komplett. Glückwunsch. Racer Angel auf 9. Funky auf der 10. Leider nicht gut gelaufen heute für ihn. Aber dennoch Glückwunsch für Platz Nummer 10. Und Norbitz hat hier nochmal Edge auf 12. Bramburi auf 13. Glückwunsch. Und Norbitz hier auf der 11. Hat sich mit der Strategie ein bisschen vertan. Leider zu lang draußen geblieben und leider den Reifen zerschossen.
leider von Platz Nummer 3 auf Platz Nummer 11 zurückgefallen in der letzten Runde. Schade. Schade, schade für Norbit. Schade. So, und Minjaba steht an der Box, mit dem müssen wir jetzt warten, bis das Rennen zu Ende ist. Aber auch Minjaba, schade. Schade für dich. Es könnte besser laufen. Aber leider den Reifen doch zu sehr runtergerockt und eine Runde länger draußen geblieben. Minjaba, schön, dass du da warst. Schön, dass du im Chat geblieben bist. Wir sehen uns dann in den nächsten in 2 Wochen. Und dann hoffen wir mal, dass wir da ein bisschen besser fahren können. Vielleicht kriegt man noch ein Update. Vielleicht wird es besser. Aber dennoch schön, dass du da bist. Und hier kriegst du deine extra Runde. Das Schleiß ist für einen Arsch, Funky. Ich glaub dir das. Und guten Abend. Ich sag mal so, wie ich gerade gesagt habe, eine Runde zu lange draußen. Aber ich sag mal so, ist wie bei der Formel 1, wenn die Reifenhersteller Beet machen und die Reifen nicht halten, ist im realen Leben auch so. So, jetzt muss er natürlich hier, ja, jetzt hat er natürlich vergessen, die Interviewparty zu öffnen oder zu machen. Jetzt muss er das alles live machen. So, hier, Melissa, ne? Ich stecke jetzt rein. Jetzt haben wir keinen Ton mehr. Muss ich auf Einstellung gehen? Geräte? Audiogeräte? Eingabegerät? Steht Controller? Also Ausgabegeräte? TV? Und jetzt haben wir wieder Ton. So, natürlich muss ich die Party öffnen. Hat er Jans vergessen, Party zu öffnen. Irgendwie hat er das vergeicht. Okay. So, natürlich Party. So, so. Sofa. Besser. Ach, ich muss das selber machen. Mach eine kleine öffentliche Party. Mensch. Interview. Okay. Hi. Ja. So. Müssen wir natürlich die Party beginnt. Let's get ready to rumble. So, jetzt muss man mal reinluschern hier. Ja. Demzufolge, Party ist auf. Und Sieger ehren. Ja, Party ist offen. Ja. Party. Offen. So. Schauen wir mal. Haben jetzt. Habe das auch schon raus. Der Schleiß ist böse, schreit Normwitz. Ja. Sehr böse. So, bevor hier geschlossen wird. Speichern. Habe ich jetzt immer die falsche Party auf? Nein, hier. Ach, ja. Oh ja. Bei uns geht nur 11 Runden auf falsch. Ja, das war wirklich allerletzte Rille. Ja, ich hätte dann im zweiten Stint auch noch mal eine Runde, aber das war mir dann zu heiß. Da habe ich dann zu viel Zeit verloren dann bei dieser einen Runde, die ich mehr gefahren bin. Schönen guten Abend. Hey, hey, grüß dich. Ich hab einfach die falsche Party aufgemacht, weil ich die andere nicht gefunden habe. Dachte, die machst du schon öffentlich. Aber ihr seid alle schon hier. Mhm. Passt ja. Wir warten nur auf dich. Ja, siehst du, Don Camillo.
Es gibt Interviews heute. Natürlich. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass du heute meinen Ton gespielt hast. Nee, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. Aber warte, das kriegt man natürlich hin, ja. Den kriegst du jetzt. Den hörst du zwar jetzt in der Party nicht, aber hier, machen wir, warte, wir machen so. Nebenzufolge erstmal herzlichen Glückwunsch an alle. Platz Nummer 1 geht natürlich an Batman. Natürlich. herzlichen Glückwunsch. Und Platz Nummer 2, warte, sage ich nicht, der Sound kommt jetzt. Warte. Fatality. Da kam er gerade im Livestream. Ich habe ihn noch nicht gehört, ich werde ihn nachher angucken. Ja, so auch an Fatality. Herzlichen Glückwunsch hier für Dankeschön. Platz Nummer 2. Jetzt sehe ich natürlich hier, ist der David ist auch hier mit drin, ne? Jo, hallo. Ja, der Name zeigt mir nicht an, von Vitality auch hier nicht. Ich sehe nur den Namen von Batman. So, aber demzufolge David auch nochmal herzlichen Glückwunsch für Platz 3. Leider ungewollt Platz 3, sagen wir mal so, ne? Fangen wir. Ich hätte auch gerne P2 gehabt, aber okay, mach du mal. Ja, fangen wir mit dir aber gleich mal an. Platz Nummer 3. Wie Quali, erzähl mal so Quali-mäßig Rennablauf, so theoretisch und natürlich hier das letzte Malheur, was wir da gesehen hatten. Ja, Quali lief in meinen Augen absolut ja goldig, ne? P2, da kann man eigentlich auch gar nicht so sehr meckern. Am Start hatte ich irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Problem. Ich kam nicht so wirklich gut weg. Ich hab so die Tendenz bei den Autos, nicht die Traktionskontrolle bis quasi zum Anfahren anzulassen, sondern ich merke mir dann immer, wie oft ich nach rechts drücken muss, um dann auf den Radar zu kommen. Das heißt, ich fahre an, mache dann zwischendurch die Traktionskontrolle aus, weil ich denke, mit Wheelspin kommt man nochmal ein bisschen weiter weg. Ja, schlecht gedacht, denn Fatality ist dann halt direkt an mir vorbei und dann habe ich dann ja, P2 verloren, ihn dann hinterher auch wieder überholt. Dann hatten wir dann so eine Szene, wo er sich ein bisschen verbremst hat in der Haarnadel am Ende. Du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Ja, er hat sich gefühlt so um 50 Meter vertan, also weiß, vielleicht waren es auch nur 20 und ich hab schon so ein Gefühl gehabt, so eine Vorahnung. Ich guck mal im Radar, mal sehen, ob das so hinhaut. Ja, es haute überhaupt nicht hin. Ich musste nach links ausweichen, er ist dann nach rechts in die Auslaufzone und das hat uns beiden den Arsch gerettet, weil sonst hätten wir uns beide die komplette Karre ruiniert und das wäre natürlich dann sehr ärgerlich gewesen. Ich hätte mich bei dir nicht mehr blicken lassen können. Und also das Rennen lief gut und ich habe auch eigentlich Top-Zeiten die ganze Zeit rausgepulvert, aber es hat einfach nicht gereicht gegen zweimal war ich einmal Medium-Strategie, wie ich gesehen habe und Enrico hatte dann auch noch die Besonnenheit, seine Reifen, seine Mediums dann bis zum Schluss auch so weit zu konservieren, dass ihm nicht das Schicksal von Tilor oder von Normbitz ereilt ist letzten Endes, weil die haben es wohl geschafft, den Wagen auf der Felge genauso zu bringen. Definitiv hatten wir heute ein paar Mal gesehen, ja. Ja, und dann gab es ja noch kurz vor Schluss die Szene mit Normbitz. Ne? Batman sagte mir schon, da ist gelb, Normbitz hat sich gedreht, okay, gut, ne? Wenn man sich dreht, dann guckt man halt ein bisschen. Ich kam dann halt gerade um die Linkskurve, die dann Richtung Tunnel geht, den langen. Ja, Normbitz dachte sich da wohl, das ist wohl der beste Zeitpunkt, wieder auf die Ideallinie zurückzukehren. Und das hat nicht so gut funktioniert. Also ich bin halt reingescheppert und mein Auto war kaputt. Ja, leider hat er dich dann nicht mehr gesehen. Die anderen hat er gesehen, die vorbeigefahren sind. Und dich hat er dann, glaube ich, übersehen und hat gehofft, dass es vielleicht passt. Ist dann einen kleinen Ticken zu früh raus. Und hat dann, ja, leider dich getroffen, weil, wie du schon sagst, die Reifen natürlich beet waren. Ja, die waren komplett durch, schätze ich mal. Ja, die waren relativ gut. Das war leider der Nachteil. Haben wir heute mehrmals gehabt. Schade, definitiv. So, Fatality. Ja. Dich haben wir noch gar nicht hier gehabt. Und da freue ich mich. Ich war echt erstaunt, definitiv. Also wie war denn für dich das alles heute so? Ja, also ich muss schon sagen, heute war auch ein bisschen Glück dabei, ne? Dass die anderen sich da kaputt fahren. Ich bin einfach meinen Stiefel runtergefahren. Am Anfang habe ich ein bisschen gepennt, ja, so wie David gerade gesagt hat, habe ich mich ordentlich verbremst und zum Glück ist nichts passiert. Konnte dann weiter meinen Stiefel runterfahren und ja. Ich muss schon sagen, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, wie lange die Mediums halten bei der Corvette. Das habe ich nicht getestet. Ich hatte einfach heute Glück. Wir schieben es aufs Glück heute. Einfach Augen zu und durch, so gesagt. Da bin ich ehrlich, ich war heute einfach nur Glück.
Dennoch hat das Glück dich verfolgt und hat dich natürlich hier auf Platz Nummer 2 geschoben. Ja, das war. Muss aber ich mir dennoch. Auf die Schulter klopfen. Aber dennoch geiles Rennen gewesen, sauber gefahren. Und danke. Ja, demzufolge Platz Nummer 1 hier, wie immer. Ich sag's jetzt einfach mal so. Ich sag's einfach so. Es ist ja, halt Batman, du. Mega krass, wie ihr mit den Mediums umgeht. Ihr seid mit den Mediums eine Sekunde schneller als ich. Also, es ist schon krank. 25 Mitte bin ich gefahren ungefähr mit Mediums. 25 Mitte bis hoch. 26 tief. Ja, siehst du, das bin ich gerade mal mit weich gefahren. Du hast ja gesehen, ich konnte mich nicht so von dir absetzen. Ich wusste ja, dass du Mediums drauf hast. Da ist mir echt der Arsch auf Grundeis gegangen. Habe ich gesagt, das langt nicht bis zum Ende. Weil ich, ja, 5 Sekunden reichen nicht. Aber ich ohne Witz. Ich sag mal so, der Batman hat nicht nur bewiesen, dass er hier bei der Sofa-Racer weit vorne mitfahren kann. Auch in anderen Ligen, wo er jetzt gefahren ist, hat er natürlich auch schon sein Sieg feiern können in der Saison. Und deswegen verdient, sagen wir mal jetzt Platz Nummer 1, weil Batman ist momentan, weiß ich, ich frage mich selber immer, was du machst, wie du das machst, warum du das so machst. Erzähl mal. Ich will es auch wissen. Sogar Batman hat mir sogar schon mal ein Setup gegeben in der letzten Saison bei Gran Turismo Sport hier bei Sofa Racer. Hat nicht funktioniert. Ich frage mich stellenweise immer, aber es liegt einfach am Fahrer und demzufolge verdient Platz Nummer 1 hier, Batman. Ja, aber diesmal hast du ein bisschen kämpfen müssen. Ja, ich hab's mir eigentlich einfacher vorgestellt, weil ich halt gesehen habe, dass die zwei, der Normbits und Fatality, zweimal auf weich gegangen sind. Da hatten wir eigentlich schon uns gedacht, der David und ich, ach, die fahren da eine 3-Stop. Ja, also müssen auf jeden Fall nochmal rein. Und wir wollten halt die 2-Stop fahren. Aber dann irgendwie sind sie dann länger auf den Weichen gefahren, weil wir nur 11 Runden auf Weich schaffen. Ab der 12. Runde fährst du nur noch geradeaus. Und ja, dann haben wir halt uns für die Strategie entschieden und es wurde dann doch nochmal ganz knapp am Ende. Und ja, das war einfach die Pace auf dem mittleren, die mich dann gerettet hat. Ich weiß nicht, Normbitz, ob der am Ende mit Weich gefahren ist oder auch mit Mittel. Ja, der ist dreimal auf Weich. Ja, und das war das wahrscheinlich dann der zu Fehler. Viel. Ja. War die eine Runde zu viel. Das war leider auch beim Tilor genauso dasselbe gewesen. Eine Runde zu lange draußen geblieben. Und dann sind die Reifen sofort eingebrochen in der Runde. Und dann war vorbei. War leider der Nachteil. Da und müssen wir uns alle noch dran gewöhnen. Ich fühle mich einfach auf dem WRX ziemlich wohl. Hat, wie der Don schon eben sagte, ich bin in der Sommerpause auch in der Liga mitgefahren. Das waren auch nochmal 6 Rennen, wo ich mich so ein bisschen einschießen konnte auf dem Fahrzeug. Und ja, heute hat es einfach komplett gepasst, von der Quali bis zum Ende hin und nichts passiert, konnte meinen Stiefel ganz normal wieder runterfahren, bis auf dann, wo du dann kurz vor mir dann aus der Box rauskamst, da habe ich schon gedacht, oh, jetzt weiß ich nicht, wie schnell du auf dem Mediums bist und ja, dann kam ich da dann doch gut vorbei und Normbitz war noch ziemlich knapp die ganze Zeit hinter mir, weil ich eigentlich gedacht habe, dass der auch auf Mittel fährt. Aber dann, wo die letzte Runde dann da war und er hat sich gedreht, da wusste ich dann, jetzt er ist auf Weich unterwegs, weil normal passiert das auf Medium dann nicht. Und konnte ganz gut die Pace mitgehen. Auf Weich. Oh, definitiv habt ihr ein sauberes und geiles Rennen geliefert. Binjabas hat abstellen müssen, weil einfach das Fahrzeug nicht mehr fuhr. Schade bei ihm. Definitiv. Hinten hat man natürlich auch geile Duelle gehabt, ne? Keine Frage, auch das Mittelfeld ging ab wie Zunder. Ich hatte hier wirklich zu kämpfen, alles hier reinzubekommen. Ein paar Abflüge habe ich leider nicht sehen können, aber ich denke mal, das Größte habe ich mitbekommen. So, dann habe ich auch noch eine Frage an euch allen dreien. Einfach mal so aus reiner Neugier. Ihr habt es jetzt erlebt, zwecks der Reifenverschleiß, zwecks jetzt hier der mit den Reifen, wenn die abgefahren sind. Was sagt ihr dazu eigentlich? Könnt ihr dazu sagen, wie euer Empfinden jetzt ist, zwecks allgemein der ganzen Situation jetzt hier beim Fahren? Wer möchte anfangen? Ich würde mal, Batman, dann machen. Ja. Also für mich persönlich ist es eigentlich kein Unterschied. Die Reifen bauen schneller ab, man kann halt nicht mehr die halbe Stunde fahren, so wie wir es vorher auch immer gefahren sind. Weich, halbe Stunde, Tank leer, nochmal voll, wieder weich, das geht jetzt nicht mehr. Und man ist halt gezwungen, mit anderen Reifen zu fahren, was man ja heute gesehen hat.
Und meiner Meinung nach finde ich es so interessanter. Also es ist nicht mehr dieses übliche halbe Stunde weich, wieder halbe Stunde weich, fertig. Und vom Verschleiß her erst eigentlich so wirklich ab 85, 90%, da fängt erst an, der Reifen abzubauen. Aber sonst hast du durchgehend Grip. Und für mein Empfinden, ich finde es momentan so schön zu fahren. Also wenn ich kann mich da anschließen, ich finde es auch ganz nett, dass man jetzt mit dieser Anzeige unten links jetzt auch mehr anfangen kann. Mein Problem ist aber, das ist jetzt keine Sache der Verschleißeinstellung oder so. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass der Reifen gefühlt gar nicht abbaut. Aber wenn du dann diese 80 oder 85% erreicht hast, dann ist es wirklich zack. Man merkt es schon, dann hast du nur noch diese 2 Runden, um irgendwie zu reagieren, um bevor du in diese ja, 90 oder 95% Falle tappst. Und du dann halt gefühlt auf Beton fährst, also mit Betonreifen, ist aber eine Gewöhnungssache. Und tatsächlich erlaubt das ja auch mal andere Strategien, weil ich finde halt auch so Einstopper-Rennen mit zweimal derselben Reifenmischung und fahren und tralala einfach ziemlich öde. Das ist immer Kacke. Und heute hat man ja gesehen, dass das super spannend sein kann, wenn man einfach mal andere Mischungen also fahren kann und die auch durchaus, ich sag mal, eine gewisse Relevanz haben. Statt immer zu sagen, ja, weichste Reifen und fertig, sondern auch immer zu sagen, ja, vielleicht mal Mediums rein oder halt risky gehen und halt dreimal weich. Kann auch funktionieren, kann auch nicht funktionieren letztendlich. Das muss man halt gucken. Aber ich fand es eigentlich, ich finde es cool und ich finde in Gruppe 3, das ist ein Verschleiß mit 3-3, ziemlich gelungen, muss ich sagen. Ja, da muss ich mich auch anschließen. Heute war es richtig spannend, die verschiedensten Strategien heute gesehen. Manche gehen auf, manche nicht. Es macht es wirklich spannend und ich freue mich schon auf die nächsten Rennen. Also können wir uns relativ einig sein jetzt am Ende, dass wir doch mit der Auswahl, was wir natürlich jetzt auch mit den Teams sprechen und alles abgeklärt haben, mit der Mischung 3-3, doch gut befahren sind und wir sagen können, pass auf, jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, jetzt müssen wir umdenken und nicht nur einfach fahren, sondern jetzt muss man ein bisschen logisch denken, was funktioniert und was nicht. Ja, Ja, wie genau. das jetzt wenn ich nochmal was ergänzen darf, wie das in Gruppe 4 ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil da ja, würde ich mir schon was anderes wünschen, weil wir haben es jetzt auf Le Mans gesehen. Ich sag mal, da bist du zweimal weich gefahren und also quasi ein Stopp und damit war es dann auch irgendwie durch. Ob man da sich nochmal was anderes einfallen lassen könnte, Naja, du wie. musstest auf Medium gehen, denk dran. Du konntest ja nicht mit den Weichen Ja, fahren. richtig. Mit weich ging es nicht, aber da war halt auch ein Stopp wieder King und letzten Endes kann man da Ja. halt auch mal gucken, ob man da irgendwie noch was irgendwie gedeichselt bekommt, Gruppe dass es da auch zwei Strategien oder mehrere Strategieoptionen gibt letzten Endes. 4 sind wir wirklich noch bei dem Einstopp. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen erhöhen. Aber Gruppe 3 finde ich echt gelungen. So, macht Spaß. Und wir haben es heute, wie gesagt, gesehen. Norbitz ist beispielsweise, ich glaube, 2 oder 3 Runden länger mit Weich am Anfang gefahren. Das schaffen wir gar nicht mit dem WRX. Der Fatality-Team jetzt mit der Corvette noch eine Runde länger, wo es dann auch schon ein bisschen kritischer wurde, wie er eben sagte. Aber es war komplett unterschiedlich. Dann ist zweimal weich gefahren, einmal mittel. Wir mussten zweimal mittel fahren wegen dem Verschleiß. Und war ganz cool. War knapp. Und es war Ja. echt, hat echt Spaß gemacht. Definitiv, Ja. definitiv. Ja, das war jetzt einfach mal so eine Frage für mich persönlich, weil ich einfach mal wissen wollte, ob sich das überhaupt lohnt, jetzt hier 3-3 zu fahren oder allgemein, wie das Verhältnis jetzt anders ist jetzt als früher. Ne? Weil es ist ja jetzt theoretisch alles gleich geblieben, zwecks Einstellung etc., aber das Endresultat hat sich ja massiv verändert jetzt. Wo man dann sagen muss, oha, oha, es ist jetzt wirklich was komplett Neues. Ja, klar, Reifenverschleiß geht bei 85% sofort in den Keller. Und sobald du eine Runde zu lange draußen bist, dann bist du tot. Dann ist vorbei. Wir haben es beim Nürnberg gesehen, von Platz 3 auf 11 ist durchgereicht worden in der letzten Runde. Ja, also, es ist dann doch schon heftig. Aber es ist theoretisch dann auch spannend. Ja, kann dann bei jedem was passieren. Jetzt Beispiel Batman, weiche Reifen, eine Runde zu lang raus, Reifen tot, sagt Batman letzter. Das kann passieren. Alles wäre jetzt möglich. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir zum Schluss eigentlich alle auch haben wollen. Die Spannung. Ne? Fahrer haben dann mehr Spannung, mehr Spaß, mehr Duelle etc. pipapo, aber auch die Zuschauer und natürlich das Streamer, der hat dann mehr zu sabbeln. Ne? Ding finde ich so jetzt für mich persönlich auch relativ gut.
Fahrentechnisch mäßig kann ich es noch nicht so einschätzen. Ich habe nur einmal Le Mans gefahren, da war das ja noch nicht so. Gucken, wie es auf der nächsten Strecke aussieht. Ob sich das dann massiv ändert, weil Le Mans, ja, war halt, ist halt viel lange geraden. Hast du nicht ganz so viel Reifenverschleiß. Ne? Aber wenn wir jetzt theoretisch auf Interlagos fahren, das ist, sieht dann da wieder ganz anders aus. Otto, ich muss ja noch sagen, du hast ja da einen guten Ersatzmann geholt. Ja. Der war frei. Geht damit, ja, der war frei. Komischerweise, ihr tut die HM-Jungs, zumindest jetzt hier die Dieselknechte, ne? Ihr sucht euch aber wirklich diejenigen raus, ne? Habt den Sascha habt ihr zu euch geholt, jetzt habt ihr hier den David. Es war nicht schwer, ihn zu überzeugen. Ich hole ihn das mir auch so immer, wenn ich irgendwas vorhab. Ja, du sagst, David, das, den Söldner. Ja, ich bin hier der Joker quasi. Yeah. Das war so gewesen, David, hast Bock? Sascha, jo, ich mach. Ja, Sascha ist im Urlaub, deswegen muss ein anderer, ja. Muss ein anderer her. Aber ich sag ja, funktioniert ja, so funktioniert's ja, ne? Ja, Trost ist leider kaputt, der hat komplett Knie kaputt, wurde operiert jetzt, den werden wir auch die Saison nicht mehr sehen. Ah, ist das schade. Und, ja, aber der unterstützt euch ja online, also im Chat immer. Ja, heute war er leider nicht. Heute war er leider nicht da. Nee, leider nicht. Der liegt im Krankenhaus und geht das nicht. Ja. Aber dafür war Melissa. Internet dort nichts, oder was? Dafür musste sich Batman anstrengen, weil die Frau war da. Ja. Die hat auch schon Ärger gekriegt, die hat schon Ärger bekommen. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja. Ja, definitiv. So, ja. Ja, danke fürs Streamen und nochmal Glückwunsch an Fertility und David. Mega Rennen gefahren, ebenso. Hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe natürlich... Abend, gell? Ich hau ab. Gleichfalls. Jo. Rico, mach's gut, ciao. Tschüss, schönen Abend, ciao. 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 Aber ich hoffe mal, dass wir dann natürlich nächste Woche dann mehr Leute sehen. Viel mehr Leute sehen. Beziehungsweise jetzt ist natürlich die Frage, wer ist jetzt zur Siegerehrung da? Wie seht's hier? Vitality war auf einmal da. Schwupps, neuer Mann. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sich natürlich die nächsten Rennen entwickeln. Es bleibt spannend. Definitiv bleibt spannend. So, dann verabschiede ich mich natürlich auch jetzt erstmal aus der Siegerehrung. Und somit, Batman. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Fitelli, herzlichen Glückwunsch und natürlich hier an David auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Merci. Und wir sehen uns dann eventuell in zwei Wochen nochmal in der Siegerehrung oder zumindest auf der Strecke. Nächste Woche sehen wir uns auch. Da fahre ich sowieso hinten mit. Mein Ziel ist es, absteigen. Definitiv. Es bringt nichts. Die Karre habe ich mir total verhunzt. Die Karre wollte ich nicht haben, musste ich aber leider nehmen. So, gut, dann verabschiede ich mich. Wir hören uns, wir sehen uns bis später. Mach's gut. Jo, danke. So, da hat der David natürlich auch schon geredet. Ah, schade, naja, egal. So, demzufolge verabschiede ich mich natürlich auch. Das war's natürlich wieder bei der Sofa-Weise. Nächste Woche geht's natürlich weiter bei Liga Nummer, also bei Gruppe Nummer 4, Liga Nummer A und B. Da ist natürlich der Batman wieder mit am Start in Liga Nummer A. Das streamt dann der Vincent auf YouTube und Liga B macht dann hier der Flo LP bei Gruppe 4. Und somit, ja, sind wir durch für heute. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank für das geile Rennen. Vielen Dank für natürlich an die Zuschauer, an die Fahrer und natürlich hier an die, ja, an mich. Danke für mich, weil mein Bier immer noch nicht leer ist. Ich muss einfach noch weiter trinken. Ja, und demzufolge seht ihr mich dann am Morgen wieder. Morgen geht's weiter bei der SRL. Da macht Donke Mülle seinen Stream-Auftakt. Da streamt er auch das erste Mal und dann spätestens dann am Donnerstag geht's weiter bei der Racing League. E-Sport, da geht es natürlich dann weiter bei Dunkelmüller. Ja, wie gehabt. Sonntags geht es dann wieder weiter bei der GDSL und natürlich bei der Sofa-Racer, wo ich natürlich fahre, Sofa-Racer und ja. So wie immer, so wie gehabt und somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Haut rein, denn dann. Ciao.